Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Reihe Zufallsexperimente und Wahrscheinlichkeitsräume. Für dieses Video solltest du bereits wissen, was ein Laplace-Experiment ist und wie die Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorov funktioniert. Unser Ziel wird nämlich sein, Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Wir sind jetzt hier beim ersten Übungsbeispiel auf Seite 3 des Arbeitsblattes angekommen und wir sollen die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass beim Roulette-Spiel die Kugel auf einem roten Feld landet. Ich bitte dich wie immer, das Video zuerst einmal zu pausieren und zu versuchen, das Beispiel selbstständig zu lösen. Die Auflösung gibt es gleich danach. Gut, ich hoffe, du hast da deine Lösungen notiert. Ich habe jetzt hier die Angabe nochmal ein bisschen größer eingeblendet und hier haben wir auch nochmal ein Bild von der Roulette-Scheibe. Wir haben jetzt hier auch noch ganz unten unsere Checkliste, weil wir jetzt zuerst einmal schauen werden, ob es sich dabei um ein Laplace-Experiment handelt oder nicht. Die erste Eigenschaft sagt, dass der Ergebnisraum eine endliche Anzahl von Elementen enthalten soll. Und das ist hier der Fall, weil wir ja 37 Felder haben und damit ist die erste Eigenschaft erfüllt. Dann die zweite Eigenschaft besagt, dass die Elementareignisse, also die einzelnen Ergebnisse, gleich wahrscheinlich sein müssen. Und auch diese Information haben wir in der Angabe versteckt, nämlich, dass die Kugel mit der gleichen Wahrscheinlichkeit auf einem der 37 Felder landet. Deswegen ist auch diese Eigenschaft erfüllt und damit handelt es sich also in Summe, weil die beiden erfüllt sind, um ein Laplace-Experiment. Jetzt können wir uns überlegen, wie groß die Wahrscheinlichkeit für jedes einzelne Feld ist. Entweder nehmen wir einen günstigen geteilt durch die 37 möglichen Fälle oder wir überlegen uns, wie viele Elemente in den jeweiligen Ereignismengen drin sind. In dem Fall in der Menge des Elementarereignisses von einem einzelnen Feld 1 geteilt durch die 37 Felder, also die 37 Elemente in der Menge des Ergebnisraums Omega insgesamt. Das bringt uns dann auf die Wahrscheinlichkeit 1 37. Diese Wahrscheinlichkeit nutzen wir jetzt, um die gesuchte Wahrscheinlichkeit zu berechnen. Wir wollen ja wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Kugel auf einem roten Feld landet. Und diese Wahrscheinlichkeit setzt sich aus mehreren Teilwahrscheinlichkeiten zusammen, und zwar einfach all jenen einzelnen roten Feldern. Wir können also das da aufschreiben als eine Rechnung, besser gesagt als eine Summe von den Teilwahrscheinlichkeiten der roten Felder. Diese haben nämlich keine gemeinsamen Ergebnisse, also die sind jeweils für sich alleine gestellt. Hier habe ich nochmal den Ergebnisraum mit den eingefärbten Zahlen eingeblendet und wir picken uns jetzt einfach die roten Felder heraus. Das heißt, wir rechnen die Wahrscheinlichkeit für das Feld mit der 1 plus die Wahrscheinlichkeit für das Feld mit der 3 plus und so weiter bis zum größten, bis zur größten Zahl der roten Felder bis zur 36. Und weil wir jetzt eben wissen, dass jedes Feld dieselbe Wahrscheinlichkeit von 1 37 hat, setzen wir das einfach in die Rechnung ein. Jetzt müssen wir nur noch abzählen, wie viele rote Felder es gibt. Ich habe dieses Ereignis jetzt R genannt für rot. Das ist also die Ereignismenge mit nur den roten Feldzahlen. Das sind insgesamt 18 Stück. Und diese 18 Summanden rechnen wir zusammen und dann kommen wir auf das Endergebnis von 18 37. Und damit sind wir auch schon fertig. Hier hast du nochmal die Musterlösung eingeblendet und ich sage dir danke für deine Aufmerksamkeit.